Es gibt Leute, die sagen, dass das Buch, das ich geschrieben habe, so ein wenig so ist wie der türkische Forrest Gump. Nur mit dem Unterschied, dass mir das passiert ist. Ich habe aus heiterem Himmel, weil Leute gesagt haben, es geht nicht, Basketball gespielt, weil ich zu klein bin. Ich kam bis zu den deutschen Meisterschaften. Ich wollte gar kein Basketball spielen. Und dann sagte ich, ich werde Opernsänger. Und dann sagte ein Lehrer an meinem Gymnasium, das kannst du nicht, das entspricht nicht deinem Kulturkreis, also dem türkischen Kulturkreis. Dann habe ich Operngesang studiert. Aber es kam eigentlich nicht aus einer Passion heraus, sondern ich bin da reingestürzt, da reingefallen und plötzlich war ich ein Opernsänger. Ich höre das Nebelhorn, denke dabei an meine Holländer-Arie, voll Überdruss wirft mich das Meer ans Land, ah, stolz Ozean! Warum lebe ich in Friesland? Warum habe ich mich Deutschland entzogen? Es war alles ganz toll hier oben in Friesland. Und eines Tages saß ich da, hatte mich trocken fallen lassen und da schlug mir diese deutsche Flagge von hinten ins Gesicht. Ich sitze immer hier oben, aber ich glaube, ich habe einen schöneren Ausblick von hier oben. Und das war für mich ein Zeichen. Das war so, als ob mir Deutschland, also die deutsche Flagge, sagen wollte, hey du bist noch nicht fertig mit Deutschland. Wir sind noch nicht fertig mit dir. Du musst noch einige Fragen beantworten oder vielleicht auch lieblicher, freundlicher du. Du hast mich missverstanden. Ich bin gar nicht so übel. Ja, und so fing ich an, mich mit der Flagge dahinter mir zu unterhalten. Das klingt ein bisschen sonderbar, aber es ist tatsächlich so gewesen.